Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuschaut. Durch einen Tipp eines Zuschauers haben wir im Actionmarkt diese Sets gefunden. Kleine Tiere für 99 Cent die Dose. Haben uns natürlich selbstverständlich die ganze Palette geholt. Hier ist der Rest drin. Clemmy ist auch da, der wollte unbedingt mitmachen. Der wollte sich mal unbedingt die Finger verbiegen. Ja. Weil das sind ganz große Steine. Ja, dann wollen wir mal anfangen, ne? Ja. Und viel Spaß dabei. Die soll es angeblich noch immer beim Actionmarkt geben. Bei unserem Actionmarkt, da haben wir heute jemanden hingeschickt. Wen haben wir hingeschickt? Klaus von der Klemm. Da dürfte es jetzt keine mehr geben. Er hat gesagt, da waren rentliche Kisten waren da. Das wird sich jetzt wahrscheinlich erledigt haben. So schlimm ist es auch nicht. Ach, du kennst die Klemmer nicht. Guck uns an. Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld wir da drin schon versenkt haben. Will ich gar nicht wissen. So. Von Star Toys sind die also importiert worden. So, da haben wir hier unten. Steht auch unten drunter. Ein paar Hinweise. Ich nehme das ganze Ding jetzt erstmal hier ein bisschen auseinander. Finde ich schön, dass sie gut abgehen. Ja, und dann hier innen drin noch ein richtiger Hinweis, Copyright und. Genau, und QR-Code gibt es auch noch für Safety Information. Und das ist ganz wichtig, in verschiedenen Sprachen das Wort Bausteine. Englisch Building Blocks, Niederländisch Baustine, Stienen, Entschuldigung. Bevor ich mich da jetzt lächerlich mache, höre ich damit auf. So, dann haben wir hier eine lustige Bauanleitung. Und in jedem, haben wir bereits gehört, soll ein Teile drin. Das ist ein CE-Zeichen drauf. Ja, ich glaube es ja nicht. Bei mir Klemmbausteine. Also. Ja, das ist ja ein Ding. Aber oh, der sieht geil aus. Der gefällt mir. Wenn da in jedem ja. einen drin ist. So. Hm. Fantastisch. Oben die Anzahl der einzelnen Steine. Dann das, was daraus werden soll. Ich habe hier einen Löwen. Und dann, also wenn ich das hier sehe. Gut gemacht. Sehr schön gemacht. Ich fange mit einer 39-teiligen Giraffe an. Meins hat 80 Teile. Und ein dicker Löwe. So wie ich. Ein dicker Löw. So. Dann wollen wir mal schauen. Kann durchaus sein, dass wir, jeder von uns baut drei auf. Dann werde ich hergehen und werde jetzt ausschalten. Dann machen wir da den Zusammenbau und Speed und dann die nächste Dose. Was hältst du davon? Ja. Gut, dann tue ich das Ganze mal. So, das wird der zweite Teil von meiner Seite aus. Das wird eine Handtasche, also ein Krokodil. Ja, wer aus solchen Tieren Handtaschen hat,
weiß ja nicht. Muss aus dem sein. Sollte man Handtaschen machen. Genau. Und ja, in Australien gibt es Farmen, die tun extra Krokodile züchten und Alligatoren, aus denen dann Handtaschen werden. Werden zumindest keine aus der freien Wildbahn genommen. Ja. Und noch ein Vorteil, das Fleisch wird verarbeitet. Richtig. Ich habe hier einen Fuchs, die werden nicht für das Fleisch verarbeitet. Man kann nie wissen. Also, wenn den der Richtige erwischt. So. Auch wieder ein Teiletrenner. Ja. Ich nehme den vom vorigen. Wir werden es genauso machen wie beim Löwen, den ich gebaut habe. Der wirklich sehr gut aussieht. Und es hat auch wesentlich länger gedauert. Und dann habe ich mal hochgeguckt, was hier unser Klemmi gemacht hat. Der hat da 4 so Steine zusammengesteckt und hat vor sich hingegrinst. Der Löwe ist, machen wir nachher alles richtig schön zusammen mit dem Vorstellen. Ja. Ey, ein geiles Teil. Ein geiles Teil. So, ich unterbreche mal wieder und dann machen wir wieder im Speed. So, mein zweites, das Krokodil habe ich gebaut. Jetzt kommt ein Panther. Wie gesagt, das werden wir genauso aufbauen, wie auspacken, dann abbrechen, Speed. Genau. Ja, und Hunden. Mein Mist. Fuchs ist auch fertig. Und von mir kommt jetzt der Hund dran. Ach, du hast auch gebaut. Warum sagst du das nicht? Schöne Panther. So, mal schöne Zähne setzen hier, die kleinen. Die sieht geil aus. Ich kann sagen, was du willst. Heftig. Auch hier ein Teiletrenner. Mit CE-Zeichen. Ja. Richtig abmachen, das Zeug da. Dann wollen wir mal schauen, auch bei mir, wie der Bursche hier zusammengebaut wird, die Miezekatze. Das so. Sind nochmal Steine hier, 2x8er. Dann werde ich mal unterbrechen. Jo. So, wie ihr mitbekommen habt, das erste 6er-Paket ist fertig. Von diesen Diamond Blocks. Ja, das sind die Teile, die bei mir übrig geblieben sind. Jede Menge reichlich, die sind jetzt alle hier drin, auch die 3 Teiletrenner. Und Klemmi soll mal seine zeigen. Genau, und das sind die, die bei mir übrig geblieben sind, auch die 3 Teiletrenner drin. Ist schon ordentlich was.
So, und die werden jetzt zusammengeschüttet. Jede Menge Teile, die übrig sind und noch gebraucht werden. Wieso ist da noch der Pickel drauf? Sorry, habe ich nicht abgemacht. Mann. So, nochmal zur Erklärung. Wir haben hier vorne einen Löwen, der Fuchs, Giraffe, Hund, der Panda und das ist das Krokodil. Echt? Lange Gut. Schnauze, Haufen Zähne, grün. Könnte sein. Ja. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Irgendwie habe ich die Tiere erwischt, die komplizierter bzw. Umfangreicher sind zu bauen. Seltsamerweise. Ja, ich habe mit einer Giraffe angefangen mit 39 Teilen und mit einem Löwen mit 80 Teilen. Ja, hallo. Dass das länger dauert, ist klar. Und Giraffe ist extrem einfach zu bauen. Der Hund auch. Fuchs ist schon was schwieriger. Von den Tieren am schwierigsten würde ich wohl sagen, der Löwe, oder? Ja, der Löwe. Also aus einem ganz einfachen Grund, weil wann habe ich das letzte Mal mit Nanoblocks gemacht? Oh, schon länger her. Und da musste ich erstmal wieder reinkommen. Und dann dicke Finger. Also Einsteiger geeignet ist eigentlich hier die Giraffe. Die Giraffe. Wenn ihr noch nie mit Nanoblocks gearbeitet habt oder ganz selten und ihr kauft euch diese Sets beim Actionmarkt, fangt mit der Giraffe an und dann immer schwerer. Genau. Und dann werden die wundervoll, die Tiere. Ihr habt jede Menge über, könnt noch irgendwas anderes damit bauen und ihr habt Spaß daran. Denn es gibt viele Leute, die haben nicht die richtige Geduld und dann schmeißen sie das Zeug durch die Gegend. Habe ich alles schon gesehen. Ja? Und das muss nicht sein. Man soll Spaß daran haben, so wie wir. Ich bin begeistert von dem Zeug. Ja. 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 Dann würde ich doch mal sagen. Und jedes von den Döschen kostet 99 Cent beim Actionmarkt. Ja. Perfekt für jeden, der wirklich noch nichts mit Nanoblocks gemacht hat. Ja. Zum Reinschnuppern. Ja, auf jeden Fall. Das muss man mal gemacht haben. Auch wenn man Grobnotoriker ist. Ja, selbst dann kann man das mal probieren. Richtig. Ich finde die Dinger schön. Herrlich. Leute, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von den Teilen so haltet. Würde mich interessieren, ob auch viele mit Nanoblocks bauen. Ich habe hier jede Menge Nanoblocks liegen. Jetzt nicht nur Teile, ja, auch Teile, weil die sind noch in Sets. Und die werde ich dann, mit der Zeit werde ich die dann alle schön mal hier, morgens während der Arbeitszeit werde ich die mal aufbauen. Und im Speed natürlich, denn das wird sonst nichts. So wie wir es jetzt hier gemacht haben, machen wir das weiter. Da kommen noch zwei Serien, drei Stück pro Klemmer hier am Tisch. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Aber die Klemmkraft ist gut. Sehr gut. Da wo nur eben halt diese einzelnen... Diese einzelnen Schienen drin sind. Ja, wo sind wir? Ja, da ist es ein bisschen tricky, aber das sind keine Spielsachen. Das sind Aufbauen in eine kleine Vitrine stellen, sich dran freuen, Ruhe ist. Oder hergehen, da kann man doch noch was anderes draus machen. Dafür sind Klemmbausteine gut. Das ist der Sinn der Klemmbausteine. Dass man da draus das baut, was normal sein soll und dann hergeht und sagt, ah, das gefällt mir nicht mehr, ich baue was anderes draus. Ja. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ja. Baut auch schöne Sachen und habt Spaß dabei. Wenn ihr keinen Spaß habt, lasst es sein, lest irgendwas. Ja, macht sonst irgendwas, Gatterarbeit oder ärgert einen Nachbarn. Um Gottes Willen bitte nicht. Nicht, das heißt, ich hätte gesagt, ihr sollt den Nachbarn ärgern. Wir haben ja ganz freundliche Nachbarn. Okay, dann würde ich doch mal sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit, wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht sogar mit größeren Steinen. Tschöle. Tschüss.